Durch das Fenster kann ich rausschauen. Die Kannibalenwachen unterhalten sich draußen. Aber so kann ich nicht hören, was sie sagen. Lässt sich leider nicht öffnen. Die Kannibalenwachen unterhalten sich draußen. Aber so kann ich nicht hören, was sie sagen. So einen kenne ich aus Flugzeugen. Was wohl passiert, wenn ich daran ziehe? Ah, das passiert also. Wofür der wohl ist? Ich habe schon ein ganzes Skelett in meinem Körper. Muss eine gute Diät gewesen sein. Ganz sicher ein Kasten. Ist abgeschlossen. Der passt perfekt. Versuchen wir es. Da fehlt ein Stück in der Leitung. Wenn ich das anfasse, würde ich vielleicht das Kabel überbrücken, aber meine Hände wären verschmort. Der ist zu weit weg. Mein Arm ist zu kurz. Ein Hebel. Ich mag große rote Knöpfe lieber. Nur für normgerechtes Handgepäck. Ich brauche das nur anzuschauen und schon wird mir kalt. Das nehme ich mit. Auch auf die Gefahr hin, dass mich jemand für einen Arzt hält. Ich fühle mich dadurch ein klein wenig wie ein Arzt, dem die Frauen vertrauen. Damit könnte ich was hören. Das sind zwei Kannibalinnen, die hier Wache halten. Aber das ist nur eine Phase. Ich glaube, das machen alle von uns durch. Das vergeht wieder. Aber ich bin einfach neugierig. Was interessiert dich an Männern denn so? Mit denen kann man nichts anfangen. Ich habe noch nie einen nackt gesehen. Sein... Du weißt schon. Doch, hast du. Ich meine, nicht so verkokelt und schrumpelig. Du solltest dich lieber auf deinen Job konzentrieren. Sonst ist die Königin wieder so sauer. Hast ja recht. Und vergiss nicht, nach deiner Schicht das Scrumboard zu aktualisieren. Klar, bis später. Interessant. Das sind zwei Lücken im Kabel. Ah, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Ah, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Da ist die Leitung unterbrochen. Ich komme nicht dran. Vielleicht könnte Swingle da was tun. Ich mag seinen Anzug gar nicht genauer anschauen. Hast du eine Idee, wie wir herauskommen? Aber Herr Larry, warum sollte ich denn hier weggehen? Weil die uns essen wollen! Aber Herr Larry... Was ist denn dagegen zu sagen, wenn man vernascht wird? Oh Gott! Was ist denn, Herr Larry? Gute Güte! Sie sind auf einmal so blass geworden. Du... Ja? Ja? Du bist ja schlimmer als ich! Vielen lieben Dank, mein Herr. Aber mal im Ernst. Wie können wir ausbrechen? Nun... Gar nicht, aber das ist nicht schlimm. Bald gibt es wieder Essen. Vielleicht sollten wir einen Hungerstreik erklären. Aber davon werden wir doch nicht satt. Okay, ich kümmere mich allein drum. Ich bin hier reingekommen, also komme ich auch wieder raus. Das sage ich mir beim Sex auch immer. Ah.
Wie war das nochmal mit der Höhle und den Schlüsselsteinen? Eine der hiesigen Legenden, mein Herr. Eine Höhle soll tiefes Wissen all denen geben, die sie betreten. Ekstase also. Ekstase. Doch leider kommt man inzwischen nicht mehr so einfach zur Höhle und braucht einen verschollenen Schlüsselstein, um sie zu öffnen. Ich glaube, Faith erinnert sich an nichts mehr. Woran sollte sie sich denn erinnern, mein Herr? Na, an mich! An ihr früheres Leben! Wie langweilig. Du! Ich brauche deine Hilfe. Tut mir leid, mein Herr, aber ich komme gerade nicht an eure Hose heran. Das meine ich nicht. Kommst du an das Kabel? Nein, mein Herr. Das ist zu weit weg für mich. Na, verflucht! Wenn ich ihn irgendwie näher dorthin schaffen könnte. Bis dann. Lässt sich leider nicht öffnen. Ah, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Versuchen wir es. Was für eine Verschwendung von Sexmöglichkeiten. Hat der etwa der Schwester Oberin gehört? Da komme ich nicht ran. Da sind zwei Lücken im Kabel. Das muss mit Strom versorgt werden. Ich hab schon ein ganzes Skelett in meinem Körper. Muss eine gute Diät gewesen sein. Ich komm nicht dran. Vielleicht könnte Swingle da was tun. Du, ich brauche deine Hilfe. Tut mir leid, mein Herr, aber ich komme gerade nicht an eure Hose heran. Das meine ich nicht. Kommst du an das Kabel? Nein, mein Herr. Das ist zu weit weg für mich. Na, verflucht. Wenn ich ihn irgendwie näher dorthin schaffen könnte. Bis dann. Ich mag seinen Anzug gar nicht genauer anschauen. Ein Hebel. Ich mag große, rote Knöpfe lieber. Der ist zu weit weg. Mein Arm ist zu kurz. Von hier aus komme ich nicht ran. Da geht es nach draußen, aber davor steht eine Kannibalin. Ich sag immer lieber Arm dran als Arm. Oder wie war das? Ein dritter Arm ist nie falsch. Eigentlich auch ein guter Rückenkratzer. Wenn mein Arm nicht lang genug ist, hilft eine Verlängerung.
Ich brauche deine Hilfe. Tut mir leid, mein Herr, aber ich komme gerade nicht an eure Hose heran. Das meine ich nicht. Kommst du an das Kabel? Herr Larry. Stromstöße, wie verwegen. Und ich dachte erst, sie wären langweilig. Soll ich die Kabelenden an meinen Nippeln befestigen? Es reicht schon, wenn du es hältst. Na gut. Bis dann. Versuchen wir es. Wenn ich das anfasse, würde ich vielleicht das Kabel überbrücken, aber meine Hände wären verschmort. Ich mag seinen Anzug gar nicht genauer anschauen. Bis dann. Versuchen wir es. Wenn ich das anfasse, würde ich vielleicht das Kabel überbrücken, aber meine Hände wären verschmort. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Na, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Lässt sich leider nicht öffnen. Das muss mit Strom versorgt werden. Na, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Na, das sieht ziemlich alt... Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren... Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Ich mag seinen Anzug gar nicht genauer anschauen. Irgendwie wirkt sie etwas unterkühlt. Wenn mein Arm nicht lang genug ist, hilft eine Verlängerung. Wenn mein Arm nicht lang genug ist, das würde ihm... Du! Ich brauche deine... Tut mir leid. Das meine... Kommst du an das... Und ich dachte... Soll ich die... Es reicht schon... Bis dann. Da geht es nach draußen, aber davor steht eine Kannibalin. Hallo? Kannst du mal reinkommen? Was willst du?
Worüber sprecht ihr beiden da draußen? Hast du uns etwa belauscht? Nein, ich hab's nicht ganz verstanden, deswegen frage ich ja. Das geht dich gar nichts an. Du bist unser Gefangener und ich darf eigentlich nicht mal mit dir reden. Kann ich was zu essen bekommen? Ihr bekommt euer Futter, wenn ich es will. Aber ich hab jetzt Hunger. Ich entscheide das. Doof. Und dabei bringe ich selbst dauernd irgendwelchen Leuten was zu essen. Wie ist denn so der Alltag als Kannibalin? Was genau willst du denn wissen? Was ihr so den ganzen Tag macht? Die Königin sagt, dass wir nicht mit Fremden darüber reden sollen. Aber ehrlich gesagt, anstrengend. Seit die Königin uns organisiert, müssen wir dauernd Sprints machen. Ich hasse Sprinten auch. Alles muss agil sein. Ihr seht aber auch echt gelenkig aus. Nein, ich spreche von Scrum. Scrum? Nein, das ist unsere Arbeitsweise. Reden wir lieber über was anderes. Ich werde immer so müde, wenn Leute vom Arbeiten erzählen. Such dir einen Job. Wenn du ein Mann bist, kannst du den Job jedenfalls nicht stemmen. Was macht man denn so als Wache? Man bewacht Dinge. Du musst doch regelmäßig nach dem Rechten sehen. Vielleicht solltest du mal eine Zelleninspektion machen. Warum? Ich könnte einen Ausbruch planen. Du? Aus dieser Zelle ist noch niemand rausgekommen. Dem kleinen Kerl hier geht's nicht gut. Das ist nichts Neues. Der ist total krank. In jeder Hinsicht. Er erzählt mir was davon, wie toll der Sex ist, wenn man dabei eine außerkörperliche Erfahrung hat. Wie soll das denn gehen? Ich will es gar nicht rausfinden. Mir ist langweilig. Mir auch. Kannst du uns ein Brettspiel bringen? Was ist ein Brettspiel? Man hat ein Spielbrett? Auf dem man Figuren verschiebt. Habt ihr sowas hier nicht? Kann man die Figuren essen? Nein. Dann haben wir sowas nicht. Lass mich raus, sonst schickt mein Gott einen Sturm, der die Insel vernichtet. Das würde Gott nie tun. Er hat uns diese Insel geschenkt. Eine Insel, auf der wir ganz wir selbst sein können, wo Männer noch ihren Platz haben. Ich will nicht wissen, wo der genau ist. Ich habe gehört, dass du gern mal einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Naja, sowas haben wir nicht so oft hier. Und wenn, dann nicht lange. Das könnten wir ja ändern. Bist du denn ein typischer Mann? Man kann mir viel nachsagen, aber nicht, dass ich normal wäre. Dann interessierst du mich nicht. Ich habe gehört, dass du gern mal einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Naja, sowas haben wir nicht so oft hier. Und wenn, dann nicht lange. Das könnten wir ja ändern. Bist du denn ein typischer Mann? Meinst du meinen Geschmack oder mein Aussehen? Dein Körper. An mir ist alles dran, wenn du das meinst. Gut. Dann zeig mal. Du willst keine Zeit verlieren, was? Meine Schicht ist bald rum. Also los. Okay, der ist zumindest nicht gegrillt, aber auch total schrumpelig. Er ist wetterfühlig. Ich habe auch Migräne. Jetzt klingst du wieder wie die Frauen, die ich sonst immer treffe. Sie müssen ihn mal anfassen. Was meinen Sie, was dann passiert? Gute Güte. Halt dich da raus. Also, er hat nicht direkt Unrecht. Aber jetzt habe ich das auch mal im Original gesehen. Danke. Immer gern. Vor allem dann, wenn man nicht verklagt wird. Erinnert mich irgendwie an das Futter für euch. Jetzt will ich aber wirklich was zu essen haben. Naja, es ist eigentlich immer noch keine Fütterungszeit. Aber da du mir deins gezeigt hast, zeige ich dir jetzt auch meins. Ja? Ein Moment. Das sieht sehr appetitlich aus. Jedenfalls appetitlicher als das andere. Bei dem kleinen Kerl da können wir machen, was wir wollen. Er setzt einfach kein Fett an. Oder es dauert einfach länger. Meine Körperflüssigkeiten sind nun einmal immer im Schwung, gute Frau. Ha. Was für ein armes Würstchen.
Das hilft mir nicht. Gute Idee. Die beiden Sachen funktionieren. Das lässt sich nicht... Das passt da genau rein. Versuchen wir es. Wir haben es geschafft, Pi. Los, wir können von der Insel fliehen. Willst du den kleinen Kerl etwa zurücklassen? Wir werden alles tun, um ihn zu retten. So kenne ich dich. Sie gehen schon, Herr Larry. Ich hätte gedacht, Sie wüssten die Gesellschaft dieser Fashion-Damen zu schätzen. Und ich hatte gehofft, wir würden uns noch viel näher kennenlernen. Viel intimer. Aber wo ich genauer darüber nachdenke, wir können ihn auch hier lassen. Wenn Sie so findig sind, dass Sie sogar aus diesem exzellent bewachten Gefängnis ausbrechen können, mit Ihrer Hilfe könnte ich vielleicht sogar diese Höhle des kosmischen Wissens lokalisieren. Wir könnten die Genüsse dort gemeinsam erleben. Wäre das nicht ganz wunderbar? Ich bin mir da nicht so sicher. Falls Sie sich kundig machen wollen... In meinem Hotelzimmer mit der Nummer 69 finden Sie ein Dossier, das ich zusammengestellt habe. Darin ist alles, was ich darüber herausfinden konnte. Ich denke darüber nach. Halt die Ohren steif. Nicht nur die. Puh. Wir sind entkommen. Und niemand muss irgendwen essen. Swingle ist noch dort. Ach, der wird schon auf sich aufpassen. Aber was machen wir jetzt? Faith hat ihr Gedächtnis verloren. Nicht einmal an mich kann sie sich erinnern. Jetzt denk doch mal nach, wie wir das ändern können, Larry. Mal scharf nachdenken. Ich... Lege sie so richtig flach. Larry, du sollst etwas tun, was sie nicht auch direkt wieder vergessen möchte. Gerade eben hast du doch etwas von Swingle erfahren. Seine Reißverschlüsse haben mich abgelenkt. Das mit der Höhle. Was für eine Höhle? Larry, er hat gesagt, dass es auf dem Archipel eine Höhle des kosmischen Wissens gibt. Wer sie betritt, erlangt tiefes Wissen über sich selbst. Ich weiß doch längst alles über mich. Nicht du, Faith. Ach so. Stimmt. Ob das mit den Genüssen zu tun hat, auf die dieser Knilch scharf ist, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht hat diese Höhle tatsächlich irgendwelche Kräfte, die bei Faith zu einer Selbsterkenntnis führen. Und dann erinnert sie sich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir das Denken abnimmst. Und das finde ich gut. Du musst also die Höhle lokalisieren und öffnen. Ja. Wenn du dann Faith irgendwie dorthin schaffen kannst. Ja. Dann... Ich weiß es. Ich... Lege ihr ein Gummihuhn auf den Kopf. Nein, Larry. Wenn die Legende stimmt, wird sie sich dann an alles wieder erinnern. Das klingt alles fast zu einfach. Okay, lass uns nach Kalawa zurückkehren. Wir sollten in Swingle Suite nach diesem Dossier suchen. Zentrale, bitte kommen. Nein, ich sagte, das ist Gleitgel. Das kommt nicht in den Mund, sondern... spuck das wieder aus. Jan Mai, was gibt es? Haben Sie schon etwas über diesen Larry herausfinden können? Halten Sie sich fest, Jan Mai. Er hat bei Prune gearbeitet. Was? Wir haben ihn in den Personalunterlagen gefunden. Er war... Stripper-Praktikant. Unglaublich. Das muss eine Tarnidentität gewesen sein. Also hat er auch schon Prune infiltriert, dort vermutlich alle Firmengeheimnisse gestohlen. Aber in wessen Auftrag? Für wen arbeitest du, Larry? Er ist eindeutig eine Bedrohung. Vielleicht sollten Sie ihn sicherheitshalber eliminieren. Nein,
Wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Faith, wenn er es geschafft hat, Prune zu unterwandern, wird er vielleicht auch herausfinden, wie Faith ihre Erinnerung zurückerlangen kann. Nur so können wir herausfinden, wo der Algorithmus ist. Gut. Sie haben mein vollstes Vertrauen und mein bestes Foltermesser. Aber waschen Sie es gründlich, bevor Sie es wieder zurückbringen. Es ist ein Familienerbstück. Verstanden. Ich sollte nachsehen, was das Geheimprojekt macht. Hoffentlich gibt es Ergebnisse. Ich habe Druck bis zum Hals. Nari, meine Kleine. Meine Lieblingsingenieurin. Mein Genie. Wie laufen die Tests? Nun, ehrlich gesagt nicht so gut wie erhofft. Die Motorik ist noch nicht ausgereift und die KI funktioniert nicht gut genug. Und die Sexroutinen? Die gehören zur Motorik. Zum Glück haben unsere Testpersonen einen Vertrag unterschrieben, der Klagen wegen Verletzungen ausschließt. Mit dem Algorithmus von Faith wäre alles einfacher. Es kann nicht mehr lange dauern, Dari. Wenn wir die selbsterlernende Routine haben, wird es genauso laufen. Von selbst. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen unser Produkt ankündigen. Das halte ich nicht für ratsam. Doch, Nari. Etwas braut sich in New Lost Wages zusammen. Ich fühle es. Gut, ich fühle auch so ein Jucken im Schritt. Das hängt damit aber nicht zusammen. Jedenfalls, wir müssen allen einen Schritt voraus sein. Bald enthüllen wir der Welt den P-Bot. Also, doch, das sieht mir nach dem Zimmer von Swingle aus. Er hat es sich hier wirklich gemütlich gemacht. Findest du nicht, Pi? Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Soft und saugfähig. Sie sehen nicht benutzt.